Hallihallo, welcome back. Eine neue Folge Sport und Port BMX Fahrschule. Diesmal auf dem Teller Power Slides. Nirgendwo steht festgeschrieben, dass das Ding wirklich Power Slide heißt, aber ich nenne das jetzt ja einfach mal so. Ich finde die einfach effektiv und stylisch und das sind ja eigentlich schon zwei ganz gute Argumente. Dann ran an den Fisch. Wie geht das? Also, ich empfinde es als durchaus leichter, den Slide in die Richtung zu machen, in der dein vorderer Fuß steht. Also, bei mir ist der linke Fuß vorne, dementsprechend slide ich zur linken Seite. Ich denke, das hat mit der Gewichtsverlagerung auf dem Rad zu tun. Sieht mäßig so aus wie so ein Autodrift. Naja, mal ran an die Zutaten. Was brauchen wir zuerst? Wir lehnen uns eigentlich so hart in die Kurve, dass unser Hinterrad praktisch Traktion verliert und von alleine anfängt wegzurutschen. Dafür müssten wir das Hinterrad ein wenig leicht machen, aber auch etwas Druck im Nachhinein reingeben, sodass wir länger sliden. Wie auch bei vielen anderen Tricks ist hier für den Eingangsmoment sozusagen die Lehnung deines Oberkörpers entscheidend. Ich lehne mich also zur, sag ich mal, inneren Seite der Kurve, die ich einsteuere. Dann mache ich mein Hinterrad leicht und versuche, das Hinterrad aber in Richtung vor meinem Körper zu drücken mit meinen Beinen. Als würdest du dir wünschen, beim Sliden würde ich dein Hinterrad überholen. Den richtigen Moment zu finden, wenn du dein Hinterrad ausbrechen lässt, ist etwas tricky am Anfang. Manchmal hat man noch zu viel Grip und man ist enttäuscht, dass das Ding gar nicht wegrutscht. Dann kommt der Schlüsselmoment und du bist auf einmal voll geflasht, dass du viel zu weit gerutscht bist. Also erst lehnen, hinten leicht kriegen, Hinterrad wegrutschen lassen und dann muss das Rad irgendwann wieder Traktion bekommen, sodass ihr wieder auf die gerade Bahn kommt. Das macht echt so mega Bock, wenn man das einmal raus hat, dann kann man sich so ein bisschen aussuchen, wie lange man rutschen möchte und welcher Intensität. Ab und zu rutscht man auch etwas krass, sodass man vielleicht sogar 180 Grad rutscht. Also nochmal in Slow-Mo. Erst Kurve einsteuern und Lehnung. Dann das Hinterrad irgendwie leicht bekommen, das heißt Körpergewicht nach vorne. Dabei stets darauf achten, dass auch dein Hintern auf der sozusagen Innenseite der ganzen Bewegung hängt. Ja, und jetzt beginnt der Nervenkitzel, entweder zu leicht gemacht und zu hart gelehnt und jetzt einfach wegrutschen, zu wenig gelehnt und zu viel Traktion haben oder genau das Zwischending finden und durch Körpergewichtverlagerung entscheiden, wie lange du sliden möchtest. Halbwegs gecheckt. Damit das gut läuft, bedeutet das natürlich auch, dass du dich darauf einlassen musst, dass du auf jeden Fall richtig auf den Hintern fliegen kannst. Man muss da echt Vertrauen haben, dass das Hinterrad irgendwann wieder Traktion bekommt und du wieder auf die gerade Bahn kommst. Aber es macht halt leider viel zu viel Spaß, um es nicht zu versuchen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch und wir sehen uns bei der nächsten Sport & Port BMX Fahrschule oder der nächsten Sport & Port BMX Werkstatt. Bitte folgt uns auf Instagram und Facebook und besucht unsere Website. Auch haben wir jetzt einen TikTok-Kanal. Also dann bis zum nächsten Mal und euch weiterhin einen schönen Sommer.